diese Woche in Vatikano. Zur 13. internationalen Ministrantenwallfahrt sind 50.000 Jungen und Mädchen zum Papst nach Rom gekommen. Erfahren Sie mehr über das Apostolat Militär International, das die christlichen Werte in den Streitkräften stärken will. Wir geben Ihnen einen Ausblick auf die Reise von Papst Franziskus nach Südostasien im September, berichten über die neuesten Entwicklungen bei den Vorbereitungen auf das Heilige Jahr 2025 und erkunden die schönsten Brunnen Roms und ihre Verbindung zu den Päpsten. Das und mehr gleich im Vatikano. Junge Ministranten aus 20 Ländern sind Ende Juli zur 13. internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom gepilgert. Die vom Internationalen Ministrantenbund organisierte Wallfahrt war für die jungen Messdiener aus der ganzen Welt eine Gelegenheit, die Zugehörigkeit zu einer weltweiten Gemeinschaft zu erfahren. Die 13. internationale Ministrantenwallfahrt steht unter dem Leitwort »Mit dir«, das dem Buch Jesaja entnommen ist. Kardinal Jean-Claude Hollerich, Vorsitzender des Internationalen Ministrantenbundes, hat uns erklärt, was es damit auf sich hat. Der Ministrantendienst steht Jungen und Mädchen offen. Sie spüren diese Nähe zu Gott. In ihrem Dienst können sie auch die Heiligkeit Gottes spüren, der mit dir ist. Und sie teilen natürlich auch die Freude darüber, mit Gleichgesinnten zusammen sein zu können. But then it's also a joy to be with companions. I arrived with my group roughly 2 days ago. Tobias Kiss, ein Ministrant aus Rumänien, freut sich, andere Ministranten zu treffen, den Papst sehen zu dürfen und seine Erfahrungen mit anderen teilen zu können. Ich bin jetzt seit 5-6 Jahren Ministrant. Ich bin gerne Ministrant. Das gibt mir die Möglichkeit, das, was in der Kirche, bei der Messe passiert, aus der Nähe zu erleben. Höhepunkt der Wallfahrt war das Ministrantentreffen mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz. Grazie a voi. Vor allem danke ich euch, dass ihr als Pilger hierher gekommen seid, um miteinander die Freude zu teilen, zu Jesus zu gehören, Diener seiner Liebe zu sein, Diener seines verwundeten Herzens, das unsere Wunden heilt, das uns vor dem Tod rettet, das uns das ewige Leben schenkt. Der Großteil der Ministranten, 35.000, ist aus Deutschland gekommen. Begleitet hat sie Weihbischof Johannes Wübbe, Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Sie haben jetzt einen neuen Auftrag, in ihre Gemeinden zurückzukehren und diesen Auftrag zu leben. Und das wird für die jungen Menschen wunderbar sein. Wir dienen gerne am Altar, weil wir so dem Herrn Jesus nahe sind. Das bringt uns mit allem, was in der Kirche passiert, in Kontakt, in Einklang. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind nicht die Gemeinschaft, die man die ganze Zeit Kundgebungen abhalten oder Grillfeste feiern sieht. Wir sind eine Gemeinschaft der Seele, des Glaubens. Sie bei ihrer Pilgerfahrt treffen zu können. I was myself always a very fervent altar server. Ich war ja selber begeisterter Ministrant. Kindern tut das sehr gut. Liturgien können ja manchmal lang sein, aber wenn sie Ministranten sind, dann haben sie etwas zu tun, dann sind sie wichtig. Und das ist genau die Art und Weise, wie Gott die Kinder sieht. Sie sind wichtig und sie haben eine wichtige Funktion. Die Ministrantenwallfahrt ist ein Zeugnis für den lebendigen Glauben und das Engagement junger Messdiener weltweit. Ihre Zeit in Rom hat sie noch mehr in dem Wunsch gestärkt, ihren Gemeinden zu dienen. Aus Rom nehmen sie eine Botschaft mit, die ihnen Papst Franziskus ans Herz gelegt hat. In ihrem Herzen das Geheimnis Gottes zu bewahren und so fähig zu sein, mit den anderen auf neue Weise zu leben. Das Apostolat Militär International unterstützt katholische Soldaten in den Streitkräften auf der ganzen Welt und bringt den Glauben an die Frontlinie. Das Apostolat wurde vor 60 Jahren ins Leben gerufen, um die Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg zu fördern und ist bis heute ein unerschütterlicher Leuchtturm der Hoffnung und Orientierung. Admiral Mathieu Borsboom, der Leiter des Apostolats, bringt eine reiche militärische Erfahrung und einen tiefen katholischen Glauben mit. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Sendung des Apostolats treu fortzuführen. We deliver strategic advice on the big questions.
Wir liefern strategische Beratung zu Fragen, die den gerechten Krieg betreffen, die Ethik im militärischen Bereich, zum Beispiel in Bezug auf tödliche autonome Waffensysteme, Killerroboter, künstliche Intelligenz. Das sind die großen Fragen, auf die wir Antworten geben wollen. Um noch besser vernetzt zu sein, hat das Apostolat Militär International die App Catholic Military Connect entwickelt. Dieses Tool bietet Gebete, Zeugnisse und Antworten auf Fragen zum Glauben an. Wir haben diese App entwickelt, auf der man grundlegende Fragen und kurze Antworten finden kann. Und wenn man sich durchklickt, kann man auch ausführliche Antworten finden, ja auch einen Überblick über die katholische Soziallehre. Aber das ist oft zu akademisch für normale Soldaten. Die Reichweite des internationalen Militärapostolats wird immer größer, da Ressourcen und Initiativen inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt werden, sich nun auch mit Konflikten wie dem Krieg in der Ukraine befassen. Und so haben wir unsere App für die Ukrainer ins Ukrainische übersetzt. Jetzt ist sie auch also für die Ukrainer verfügbar. Wir starten auch Programme, um zu sehen, ob wir ihnen bei der Heilung von moralischen Verletzungen helfen können. Mit ihrer App Catholic Military Connect und ihrer Konferenz ist das Militärapostolat eine Stütze für katholische Soldaten, die ihnen hilft, die Herausforderung des Soldatenlebens mit Glauben und Widerstandskraft zu meistern. Das Apostolat veranstaltet jährliche Konferenzen, die sich mit den besonderen Herausforderungen des Militärlebens befassen. Die diesjährige Konferenz wird in Kenia stattfinden und sich mit den Auswirkungen des Militärdienstes auf die Familie befassen. Herzlich willkommen zu den Vatikano-Updates für diese Woche mit den wichtigsten Nachrichten vom Heiligen Vater und dem Vatikan. Die laufenden Finanzreformen zur Steigerung von Transparenz und Effizienz haben sich bezahlt gemacht. Der Vatikan kann für 2023 einen Gewinn von 45,9 Millionen Euro verzeichnen. Das geht aus der jüngsten Bilanz der Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls hervor. Papst Franziskus hat seine Sommerpause beendet und nimmt die Mittwochsgeneralaudienzen wieder auf. Diese Audienzen sind für Gläubige eine Gelegenheit, den Papst einmal hautnah zu erleben, seine Katechesen zu hören und seinen Segen zu empfangen. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hat weltweit für Entrüstung gesorgt. Die vermeintliche Nachstellung von Leonardo da Vincis letztem Abendmahl durch Drag Queens wurde von vielen als Verspottung des Christentums empfunden. Wie Kardinal Jean-Claude Hollerich, emeritierter Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, EWTN gegenüber sagte, sei zwar behauptet worden, dass sich die Szene nicht auf das letzte Abendmahl, sondern auf ein heidnisches Gemälde bezog. Viele Katholiken hätten es aber als Verhöhnung empfunden. Wie Hollerich betonte, hätte man solche Szenen aus Respekt vor dem christlichen Glauben aus dem Programm nehmen müssen. Papst Franziskus und der Sportverband des Heiligen Stuhls haben eine Botschaft an die Olympiateilnehmer geschickt, in der sie sie aufrufen, die Medaille der Brüderlichkeit zu gewinnen. Am 29. Juli hat Papst Franziskus kurz seine Sommerpause unterbrochen und den Präsidenten der UN-Generalversammlung, Dennis Francis, empfangen. Im Mittelpunkt des privaten Gesprächs im Vatikanischen Gästehaus Santa Marta standen globale Fragen und Strategien zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Vatikan und den Vereinten Nationen. Am Welttag der Großeltern und Senioren hat Papst Franziskus einmal mehr den Wert und die Würde älterer Menschen betont. Er hat auch bestimmt, dass all jene einen vollkommenen Ablass erhalten sollen, die an diesem Tag älteren, kranken und einsamen Menschen ihre Zeit widmen. Der diesjährige Welttag steht unter dem Motto »Verlass mich nicht, wenn ich alt bin« und ist Psalm 71 entnommen. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus dem Vatikan für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm und grüße Sie ganz herzlich. Für EWTN aus Rom, Ihre Benedikt Sedergren. Thank you.
Christianity is growing very fast. Das Christentum ist auf dem Vormarsch und es ist erstaunlich zu sehen, wie die Christen täglich ihren Glauben praktizieren. It is amazing. So weit und so lange ist Franziskus in seinem 11-jährigen Pontifikat noch nie gereist. Im September wird der 87-Jährige Südostasien und Ozeanien besuchen. Knapp 33.000 Flugkilometer auf 7 Flügen sind geplant, 4 Länder in 12 Tagen. Vom 2. bis 13. September wird Franziskus nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur reisen. Adesso vi saluto. Erste Station der Reise von Papst Franziskus ist Indonesien. Andreas Thonhauser, Büroleiter von EWTN Vatikan, hat mit Pater Markus Solo über die Bedeutung der Reise gesprochen. Der Priester aus Indonesien arbeitet für den Vatikan. Erstens ist es eigentlich ein diplomatischer Besuch von Papst Franziskus, der die langjährigen diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Indonesien würdigt. Der Vatikan war eines der ersten europäischen Länder, der Länder weltweit, die 1945 die Unabhängigkeit Indonesiens anerkannt haben. Der zweite Aspekt ist natürlich der Pastoralbesuch. Und die Katholiken Indonesien, die eine Minderheit sind, sind sehr glücklich, sehr dankbar, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche im 11. Jahr seines Pontifikats nach Indonesien kommt, nachdem der Papst schon mehr als 60 Länder besucht hat. Nach einem 13-stündigen Flug und einem Ruhetag in der indonesischen Hauptstadt wird Papst Franziskus am 4. September mit dem Präsidenten des Landes zusammentreffen und im Präsidentenpalast vor führenden Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft eine Rede halten. Der Papst wird auch die Kathedrale Maria Himmelfahrt in Jakarta besuchen, wo er sich nach einer privaten Begegnung mit den Jesuiten, mit Bischöfen, Priestern, Ordensschwestern, Seminaristen treffen wird. Die Kathedrale und die nahegelegene Istiqlal-Moschee sind durch einen unterirdischen Tunnel verbunden, was die Förderung des interreligiösen Dialogs symbolisiert. Sie arbeiten im Vatikan, im Dikasterium für den interreligiösen Dialog. Wie steht es um den interreligiösen Dialog in Südostasien? Und wie würden Sie die Situation vor Ort beschreiben? What is the situation in Indonesia concretely? We live in the plural society. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und praktizieren den Dialog in verschiedenen Formen. Wir wissen, dass Papst Franziskus der interreligiöse Dialog sehr am Herzen liegt. Er hat so viel in dieser Richtung getan. In unserem Land ist man ihm in Sachen interreligiöser Dialog immer gefolgt. Und auch die Menschen anderer Religionen in meinem Land, Muslime, Hindus, Protestanten, Buddhisten und Konfuzianer, sehen ihn als Vorbild bei der Förderung des interreligiösen Dialogs. Der interreligiöse Dialog wird also bei diesem Besuch eine wichtige Rolle spielen. Zum Abschluss eines Messbesuches in Indonesien wird Franziskus am Abend des 5. September im Gelora Bung Karno Stadion in Jakarta eine heilige Messe feiern. Am 6. September geht es dann weiter nach Papua-Neuguinea in die Hauptstadt Port Moresby. Am Tag darauf, dem 7. September, wird Franziskus örtliche Zentren besuchen, die sich um Straßenkinder und Menschen mit Behinderung kümmern. Auch in Papua-Neuguinea wird der Papst vor den lokalen politischen Behördenvertretern und dem lokalen Klerus eine Ansprache halten. Am nächsten Tag trifft Franziskus den Ministerpräsidenten des Landes und wird der Sonntagsmesse im Sir John Gies Stadion in Port Moresby vorstehen. Danach fliegt er weiter nach Vanimo, einer Stadt in der nordwestlichen Provinz von Papua-Neuguinea, wo er einheimische Missionare begrüßen und auf der Esplanade vor der Heilig-Kreuz-Kathedrale zu den örtlichen Katholiken sprechen soll. Am Sonntagabend geht es dann wieder zurück in die Hauptstadt. Osttimor ist am 9. September die nächste Station der bisher längsten Reise von Papst Franziskus. Im Gegensatz zum benachbarten Indonesien ist Osttimor zu mehr als 97% katholisch. In der Landeshauptstadt Dili wird Papst Franziskus behinderte Kinder besuchen, in der Kathedrale Maria Empfängnis mit einheimischen Geistlichen und Ordensleuten zusammentreffen, eine Rede im Präsidentenpalast halten und auf der Esplanade von Tasitulu eine heilige Messe feiern. Letzte Etappe der Reise ist Singapur, das Land mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Asien und der zweithöchsten Bevölkerungsdichte der Welt. Der Erzbischof von Singapur, Kardinal William Goh, hat betont, welche Bedeutung der Papstbesuch für die Menschen in Asien hat. Das Thema Evangelisierung liegt Papst Franziskus sehr am Herzen. Und seine Art der Evangelisierung besteht ja wirklich darin, die Freude des Evangeliums zu verkünden. Und dazu gehört eben auch, dass man andere mit offenen Armen aufnimmt, zu den Armen und Ausgegrenzten geht. In diesem Sinne wird sein Besuch die Einheit fördern und den Glauben unserer Katholiken stärken.
und er wird auch eine Inspiration für Angehörige anderer Religionen sein, weil man sehen wird, dass die Kirche nicht nach innen, sondern nach außen gerichtet ist, wir tatsächlich im Dienst der Menschheit stehen. Die fast zweiwöchige Reise ist die erste Auslandsreise, die Papst Franziskus 2024 antritt. In den letzten Monaten ist er deutlich kürzer getreten. Knieschmerzen und eine immer wiederkehrende Bronchitis machen ihm sichtlich zu schaffen. Einige öffentliche Auftritte musste er absagen, wie den letzten geplanten Auslandsbesuch in Dubai, wo Franziskus im Dezember letzten Jahres an der UNO-Klimakonferenz COP28 teilnehmen wollte. Trotz der glühenden Hitze sind auch diesen Sommer wieder unzählige Touristen nach Rom gereist, um die Vatikanstadt zu besuchen. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem Pilgeransturm, der im heiligen Jahr 2025 erwartet wird. Die ewige Stadt rechnet mit 35 Millionen Gläubigen. In der römisch-katholischen Kirche sind heilige Jahre eine Zeit der Vergebung und Versöhnung mit Gott. Und so kann auch das kommende heilige Jahr eine Gelegenheit sein, die Menschen zu verwandeln, indem es ihre Freundschaft mit Christus vertieft und ihren Glauben stärkt. It's a very important event, especially for the pilgrims who's coming over. Es ist ein überaus wichtiges Ereignis, besonders für die Pilger, die hierher nach Italien kommen, vor allem nach Rom, ins Zentrum der römisch-katholischen Kirche. Für die Pilger, die hierher kommen, um die berühmte Heilige Pforte zu durchschreiten, hat das eine große spirituelle Bedeutung. Die Heilige Pforte wird nur für dieses historische Ereignis geöffnet, also alle 25 Jahre. Die Öffnung der Heiligen Pforte lädt die Christen ein, den Übergang von der Sünde zur Gnade zu vollziehen. Wie man auf der Website zum Heiligen Jahr nachlesen kann, können Katholiken, die im Jubiläumsjahr 2025 nach Rom pilgern, einen vollkommenen Ablass erlangen, wenn sie mindestens eine der vier großen päpstlichen Basiliken besuchen. Im Februar 2022 hat Papst Franziskus das Dikasterium für die Evangelisierung mit der Vorbereitung des Heiligen Jahres 2025 betraut. Eine der Aufgaben besteht darin, den ankommenden Pilger alle nötigen Informationen zu geben, damit der Romaufenthalt für sie eine möglichst fruchtbare Erfahrung werden kann. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen, vor allem junge Menschen, nach dem Jubiläum der Jugend fragen, mehr Infos darüber haben wollen. Und das ist sehr erfreulich. Wir haben nämlich nicht gedacht, dass so viele Jugendliche daran teilnehmen wollen. Und zwar nicht nur als Pilger, sondern als Ehrenamtliche. Jenna Clusart studiert an der Universität Arkansas. Sie ist derzeit in Rom und erlebt mit, wie die Vorbereitungen auf das Heilige Jahr voranschreiten. Ich bin schon einen Monat hier in Rom und habe die ganze Hektik rund um das Heilige Jahr miterlebt. Die Vorbereitungen, die harte Arbeit, die nötig ist, damit dieses Jubiläum reibungslos ablaufen kann. Und ich freue mich darauf, dass ich dann, wenn ich wieder nach Hause fliege, zu meiner Mutter, meiner Familie, meinen Glauben mit ihnen teilen kann. Aber nicht nur bei Katholiken ist die Vorfreude auf das Heilige Jahr 2025 groß. Ich bin nicht religiös erzogen worden, aber wenn man nach Rom kommt, kommt man natürlich ins Herz des Katholizismus. Und dann kann man gar nicht anders, als sich mit der Geschichte des Katholizismus verbunden zu fühlen, in die man hier ja überall eingetaucht ist, wie eben auch bei den Vorbereitungen aufs Heilige Jahr. Die Menschen scheinen sich wirklich geistlich auf das Jubiläum vorzubereiten. Und das ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann, wenn man hier in Rom ist. Rom hat 2022 mit den Vorbereitungen für das Jubiläum begonnen. Nachdem Franziskus die Stadt aufgefordert hatte, sich auf den erwarteten Zustrom von Pilgern und Touristen vorzubereiten. Im gesamten Stadtzentrum sind Bauprojekte im Gange, wie beispielsweise an der Piazza Pia, die gerade von einem Verkehrsknotenpunkt in eine Fußgängerzone verwandelt wird. Dadurch wird auch die Engelsburg mit dem Petersplatz verbunden. Papst Franziskus hat für 2024 ein Jahr des Gebets ausgerufen, um den Pilgern die Möglichkeit zu geben, sich geistlich auf das bevorstehende Heilige Jahr vorzubereiten. Wir freuen uns darauf, die Pilger in Rom willkommen zu heißen. Wir wollen ihnen helfen, den historischen Teil der Stadt kennenzulernen und natürlich auch den religiösen Teil, die Vatikanstadt und die katholische Kirche. Wir versuchen unser Bestes zu geben. Wir wollen die Menschen, die zu uns kommen, so gut wie möglich unterstützen, ihnen alle nötigen Infos geben.
Vor allem bei der Registrierung. Wer nämlich als Pilger am Heiligen Jahr teilnehmen will, der muss sich auf unserer Webseite registrieren und den QR-Code erhalten. Das ist neu an diesem Heiligen Jahr. This is a new thing for this jubilee. Und 2025 steht unter dem Motto Pilger der Hoffnung. Beginnen wird es mit der Eröffnung der Heiligen Pforte im Petersdom an Heiligabend. Ein Ritual, das 500 Jahre alt ist und dieses Jahr der Hoffnung einläuten wird, die wir alle so dringend brauchen. Im Sommer wird Rom zum Backofen. Wer kann, flieht vor der größten Hitze in die Berge. Ja, sogar der Papst muss öffentliche Auftritte und Audienzen aussetzen. Um Erfrischung anzubieten, gibt es in der ganzen Stadt über 2000 Trinkbrunnen, die kostenloses Wasser für alle bereitstellen. Kein Wunder also, dass Rom auch Brunnenstadt genannt wird. Die ewige Stadt hat eine lange Tradition im Bereich Wasserbau. Und die reicht bis zu den alten Römern zurück, die 11 Aquädukte gebaut haben, um die Einwohner der Stadt mit frischem Wasser zu versorgen. Eines davon, das Aqua Virgo Aquädukt, ist noch heute in Betrieb. Wir können das saubere, gesunde Wasser sehen, das unter der riesigen Statue Neptuns, Gott der Meere und Ozeane, hervorquillt. Wasser, das an dieser Stelle im Herzen Roms ankommt, über dieses Aquädukt, die unterirdische Wasserleitung, die sich über 20 Kilometer erstreckt. Die Brunnen haben eine doppelte Bedeutung, eine religiöse und eine praktische. Sie stehen für das Wasser der Taufe und der Reinigung und symbolisieren die Wiedergeburt der Christen. In praktischer Hinsicht dagegen dienen sie dem täglichen Bedarf. Sie liefern Trinkwasser für Mensch und Tier und zum Waschen der Kleidung. Die Brunnen waren aber nicht nur eine Quelle für Trinkwasser, sondern auch ein Symbol für Macht und Wohlstand. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die römischen Brunnen von einfachen Wasserstellen zu beeindruckenden Kunstwerken gemausert. Ab dem 16. Jahrhundert und insbesondere in der Neuzeit waren die Päpste bestrebt, Rom immer prachtvoller zu machen. Sie wollten der Stadt durch großartige Projekte ihren Stempel aufdrücken. Dieses Erbe zeigt sich in den prächtigen Palästen ihrer Familien und eben auch in den zahlreichen Brunnen, die mit ihren Wappen geschmückt sind. Papst Urban VIII., Barberini, Innozenz X., Pamphili, Clemens XII., Corsini und viele andere. Rom hat mehrere berühmte Brunnen, allen voran den weltberühmten Trevi-Brunnen. Er wurde 1732 von Nicola Salvi in einem Seitental des Palastes der Familie Poli erbaut und zieht stündlich über 1000 Menschen an, etwa 4000 im Monat und 5,5 Millionen im Jahr. Das päpstliche Siegel symbolisiert die Kontinuität der päpstlichen Geschichte. Dieses Siegel, das auf diesem und vielen anderen Brunnen hier zu sehen ist, unterstreicht die Rolle des Papstes als Mäzen, der ihren Bau finanziert hat. Es findet sich auf zahlreichen Bauwerken, die während des Pontifikats der verschiedenen Päpste errichtet wurden und dient als bleibende Erinnerung an ihren Einfluss und an das, was sie für Rom getan haben. So haben die Päpste als Oberhaupt der Kirche und Herrscher des Kirchenstaates ihre Autorität gezeigt, indem sie die Bevölkerung mit Wasser versorgten und diese prächtigen Brunnen in Auftrag gaben, die die Welt bis heute in ihren Bann ziehen. Diese Brunnen symbolisierten nicht nur den politischen Einfluss, sondern auch die Sorge des Papstes über Land und Leute. Und geschaffen wurden diese Meisterwerke der Kunst, die Plätze Roms schmücken, von einigen der bekanntesten Künstler der Vergangenheit. Genies wie Giacomo della Porta und Gian Lorenzo Bernini. Der Vier-Ströme-Brunnen Berninis, ein einzigartiges Kunstwerk des Barock, befindet sich an einem der wichtigsten Plätze der Stadt. Piazza Navona con la grande fontana. Der Vierströmerbrunnen auf der Piazza Navona steht für die Größe und Universalität des Katholizismus.
Der Brunnen zeigt vier große Flüsse, die Europa, Asien, Afrika und Amerika repräsentieren und die globale Reichweite der Kirche symbolisieren. Da Australien noch nicht bekannt war, lag der Schwerpunkt auf diesen Kontinenten. Es ist eine Symbolik, die den universellen Charakter des Katholizismus und der Kirche betont. Necessità pratica per gli esseri umani. Ab dem späten 16. Jahrhundert wurde der Quirinalhügel zur Residenz der Päpste. Sixtus V. restaurierte die antiken Statuen der Dioskuren Castor und Pollux, die seit der Antike auf dem Quirinalhügel standen. Er gab auch den ersten Brunnen zu Füßen dieser Statuen in Auftrag, der vom Aquädukt Aqua Felice gespeist wurde. Der heutige Brunnen wurde vom Papst Pius VII. Im Jahr 1818 errichtet. Und nachdem sie sich von der Schönheit der Brunnen Roms überzeugen konnten, vergessen sie nicht, eine Münze in einen Trevi-Brunnen zu werfen. Dieser Brunnen steht für die Rückkehr nach Rom. Einer alten Legende nach kehrt man nämlich nur dann nach Rom zurück, wenn man eine Münze in das große Becken mit kristallklarem Wasser wirft und sich dabei etwas wünscht.